Hallo und herzlich willkommen bei Dannys kleine Pflanzenwelt. Ja, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich hatte im letzten Jahr hatte ich von den Funkchen Samen genommen und hatte die dann einfach eingepflanzt in Gusserde. Und das war am 3.11.2016. Ja, ich hatte zwei Schalen davon gemacht. In der einen Schale, die sind alle eingegangen. Ich weiß nicht genau warum, denke aber, dass ich die vielleicht doch nicht richtig gegossen habe. Also diese Pflanzen sind sehr, sehr empfindlich. Also wenn man die mit einem Gießstrahl von einer Gießkanne, wo halt vorne dieses schwarze Ausgießding ist, ich weiß gar nicht, wie das heißt, weiß jemand, wie das heißt? Naja, auf jeden Fall habe ich das damit mal gegossen und da sind wirklich diese Pflanzen sofort eingeknickt. Also ne, man sieht es hier, also das ist echt irgendwie ein Trauerspiel. Also diese hier, die waren halt alle und dann sind die irgendwie, tja. Dann habe ich die weiterhin besprüht. Also hier, ne, besprüht. Tack, 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 tack. Ja, und also es war echt irgendwie, ja, schon kompliziert. Also man denkt irgendwie ab in die Erde mit den Samen und dann gucken wir mal, was draus wird. Nee, so einfach ist das nicht. Also da muss man echt beibleiben und man muss das regelmäßig machen und nicht aus den Augen verlieren. Und ja, auf jeden Fall werde ich jetzt versuchen, die es überlebt haben, also hier sind ja so ein paar, die sehen eigentlich recht gut aus, werde ich jetzt versuchen, in Erde zu setzen. Ja, so 6 bis 8 Stück. Mal gucken, ob ich die da irgendwie rausbekomme. Und schauen wir mal. Ja, das werden wir jetzt mal machen. So, hier habe ich halt so Schälchen. Ja, da war, glaube ich, letztes Jahr, ich weiß gar nicht, der Kohl drin oder irgendwie sowas. Also, das habe ich gekauft, die Pflanzen. Und davon ist das halt. Und ich denke mal, das ist gut. Das wird funktionieren, dass die kleinen Funkchen hier rein können. Ja, manches ist dann doch überraschend und manches funktioniert super, manches wiederum nicht. Und man macht halt so seine Erfahrungen. Und dafür ist es ja auch gut, das mal auszuprobieren und zu gucken, wie funktioniert, wie geht es am besten. Ah, da fällt der Pikierstab weg. Und dafür mache ich das ja auch, um halt zu schauen, wie das funktioniert. So, ich werde erstmal hier ein Löchlein reinmachen, damit ich die Pflanze da gleich reinpflanzen kann. Dann versuchen wir mal diese hier als allererstes. Mal gucken. Ich bin auch gespannt mit den Wurzeln, wie das da aussieht. Also was wir überhaupt für Wurzeln haben. Und oh, wir haben echt... Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so gut sieht. Aber auf jeden Fall haben sie gute Wurzeln gemacht. Ich hoffe, dass das jetzt echt funktioniert. Das wäre echt super. Wenn ich die jetzt durchkriegen würde, da würde ich mich riesig freuen. So, die kommen jetzt hier rein. Ein bisschen andrücken. So. Was ich auch interessant finde, ist, dass sie überhaupt nicht irgendwie aussehen wie wie die großen. Also das ist echt, die sehen ganz anders aus. Hoffentlich sind das überhaupt Funkchen. Naja, das wird sich halt alles zeigen. So, jetzt gucken wir mal hier, dass ich die nächsten rauskriege. Komm her. Ja, auch. Sehr schön, sehr schön. Also es funktioniert. Das hat das ja schon mal bewiesen, dass man halt aus den Samen Pflanzen kriegen kann, dass man das machen kann. Jetzt ist halt noch die Frage, wie werden sie aussehen? Sind es überhaupt Funkchen? Wie, ne? Also schauen wir mal. Also ich habe mal irgendwann gelesen, dass die nicht dann so aussehen sollen wie ihre Mutterpflanzen. Da frage ich mich natürlich, wie das dann in den Gärtnereien funktioniert. Weiß das einer von euch? Also ich weiß es nicht. Vielleicht kann mir einer in die Kommentare reinschreiben, wie es eigentlich funktioniert mit den Funkchen, wie man die
Oder wirklich nur Überteilung. Also es wäre ja auch irgendwie Wahnsinn, ne? Wenn es nur Überteilung gehen würde, was ich aber nicht glaube. Weil es gibt ja Züchtungen und das muss ja auch irgendwie vorangehen. So. Ja, das ist eine kleine Fummelarbeit. Aber auch das macht man ja. Also ich zumindest mache sowas ja ganz gerne. Ja, mit den Händen arbeiten, was sehen, was man halt erschaffen hat. Oder gesagt, was die Natur erschaffen hat. Weil ich habe das ja nur in die Erde gesetzt. Und die Natur hat ihren Rest gemacht. Ich habe ihr ein bisschen geholfen, ne, aber sonst ist ja die Natur auch immer wieder ein absoluter Wahnsinn, was da so alles wächst und gedeiht. Also es ist schon. Ja, das ist wieder der Kater. Ne, wie gesagt, der ist echt ein bisschen kirre im Moment. Der weiß selbst nicht so recht, ob er eigentlich raus oder rein will. Jetzt ist er zum Beispiel gerade drin und steht vor der Tür und will raus. Ne, aber jetzt gerade, ja, muss ich jetzt immer noch ein paar Minuten gedulden, bis ich hier fertig bin. Es ist halt so. Ja, jetzt kommt er. Da ist er. Kater. Das ist echt schlimm, weißt du das? Ja, du kommst gleich raus. Warte. So, die letzte. Da haben wir sogar zwei. Na komm, bleib ja zusammen, ne? Obwohl, ich weiß nicht, ob die noch. Nee, die ist nix. So. Das war's. Hier sind jetzt in Form von ein paar. Ja, mal gucken, ob ich die auch noch da rausnehme. Mal gucken, ob ich da noch einen Topf habe. So, das ist jetzt 8 Stück. Und jetzt besprühen wir die noch schön. Dann kommen die wieder an einem kühlen, aber hellen Standort. Ich denke mal, so viel Wärme können die nicht vertragen. Diese kleinen Pflänzchen. Ja, man sieht es, ne? Hier, das ist jetzt abgeknickt. Ja, schade, schade. Naja, auf jeden Fall, diese Pflanzen sind echt empfindlich. Das ist wirklich, also diese kleinen, zarten Pflänzchen, das ist schon echt Wahnsinn. Dass dann mal später so tolle und imposante Pflanzen draus werden, schon cool. Echt cool. Ja, jetzt werden wir mal schauen, was draus wird. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Also ich bin auch ganz gespannt, wie das weitergeht und wie sich das weiterentwickelt. Und ich hoffe, das wird was. Und bin halt auch schon gespannt darauf, wie sie später aussehen. Das ist ja eigentlich so das Interessante an der ganzen Geschichte, nicht? Also sehen sie so aus wie die Mutterpflanze oder ganz anders? Wäre ja ganz interessant, mal herauszufinden, wie das dann ausschaut. Naja, wir beobachten das und ich halte euch, wie gesagt, auf dem Laufenden. Und ja, vielleicht habt ihr sogar nachgemacht. Das würde mich natürlich sehr freuen. Vielleicht könnt ihr mir dann auch schreiben in die Kommentare, wie das bei euch gelaufen ist. Vielleicht habt ihr das auch in Zukunft vor. Ich finde das ganz spannend und es ist ein Experiment. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei euren Pflanzen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!